Willkommen zu meinem Let's Play von Spelunky, einem zufällig generierten Jump'n'Run, das echt Spaß macht, aber wenn man tot ist, ist es halt vorbei. Also kann man es gut mal zwischendurch spielen. So, ist aber schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Sehen wir wahrscheinlich ziemlich schnell sterben. Oh, jemanden. Das Gold hat hier den Sinn, dass es zwischendurch auch Shops gibt. Da kann man ganz nette Sachen einkaufen. Außerdem dient es halt zum Teil auch der Punkteberechnung. So, hier oben ist aber eigentlich gar nichts. Und oben links auf der Anzeige seht ihr auch gleich die Lebenspunkte und wie viele Bomben wir haben, wie viele Seile. So, da kommen wir auch noch ran. Aber ich denke, wenn wir uns hier runterhangen, dann werden wir gleich abgeschossen. Seine Blondine in Not. Die ist ganz praktisch. Zum einen kann man sie als lebendes Schutzschild missbrauchen, also vor Monster werfen. Und zum anderen, wenn man sie sich ans Ende der Karte bringt, bekommt man auch noch ein extra Leben. Ups, so war das nicht geplant. Aber wir kommen trotzdem noch ran. Okay. Hopp, mitkommen. So, jetzt werfen wir dich mal gegen die Spinne. Hat nicht geklappt. Na gut. So. Gegen die Schlange? Na also. Er liegt durch, Blondine. Oh, und für solche Sachen kann man die auch ganz gut benutzen. Also diese Fallenschleudern da oben. Schon mal in Sicherheit. Jetzt können wir die Karte noch ein bisschen abräumen. So lange, bis der Geist kommt. Also wenn man sich zu lange auf einer Karte aufhält, dann kommt ein Geist, der immer schneller wird und einen irgendwann erwischt. So, da kommen wir jetzt doch wohl hoffentlich langsam an. Logs. Aha, die kann man verschieben. Hätte ich auch vergessen. Das ist natürlich gleich viel einfacher. Nummer 1 von unseren Seilen. So. Kann man das ganze Gold auch haben. Und 1000. Oh. Oh. Da ist gerade ein Skelett auferstanden. Zack. So. Das war's dann aber auch vorerst mit dem Level, würde ich sagen. Im Krug könnte noch was dran sein. So, jetzt kommt die Übersicht, wie viel Zeit wir gebraucht haben, was wir umgebracht haben und was wir mitgenommen haben. Ja, das Bonusherz gerade noch. So, nächste Karte. Guck, die nehmen wir erstmal mit. Freies Gold, ist immer schön. Stacheln. Oh, und hier ist ein Chef. Ah! Hinterrücks erschossen. Oh, ja, hier kann man sich einen Kuss abholen, also quasi ein Extra-Leben. Aber muss dafür bezahlen, also ziemlich anrüchig. Wie ging das nochmal? Oh. So ging das nicht. Der Pimp mag das nicht, wenn man seine Frauen peitscht. So viel zu meinem ersten Let's Play von Spelunky. Es kommen bestimmt noch ein paar.